Was passiert, wenn ich aus dem Level springe? Boah, geil, gammiges Fleisch. Was brutzelt hier denn so? Alex und Lars heißen euch hiermit herzlich willkommen zur neuen Rizek Indie-Folge. Heute geht es um Super Meat Boy, ein grandioses Spiel vom Entwickler namens Team Meat. Es ist 2010 erschienen und ist ein Jump'n'Run. Und zwar ein bockschweres. Ein verdammt bockschweres. Am Anfang befindet man sich in Level 1. Ziel ist es erstmal, den Bossgegner zu besiegen. Damit dies gelingen kann, muss man eine bestimmte Anzahl von Level durchspielen. Diese sind frei wählbar und am Anfang relativ harmlos. Doch dann gesellen sich Kreissing und andere Fallen dazu und der Schwierigkeitsgrad steigt massiv an. Zur Steuerung wollen wir uns mal anschauen, wie Lars dieses Level hier bestreitet. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Man kann hüpfen, man kann rennen und damit dann auch weiter hüpfen. Man kann an Wänden heruntersliden und sich an denen nochmal abstoßen. Und das Ziel eines jeden Levels ist es einfach nur, zu Bandage Girl zu kommen und sie zu retten. Die Steuerung ist wirklich hervorragend gelungen. Das ist natürlich extrem wichtig bei einem Jump'n'Run. Man kann den Super Meat Boy einfach wirklich so steuern, wie man will, auch durch die Lüfte bewegen. Das ist extrem gut gemacht. Solange man ein Gamepad besitzt. Also mit der Tastatur geht es gar nicht, die ist viel schlechter. Auf jeden Fall, da hat man auch ausdrückliche Hinweise vom Entwickler am Anfang. So heißt es zum Beispiel, Gamepad versus Tastatur, du entscheidest. In Klammern, Spoiler, Gamepad gewinnt. Zur Musik von Super Meat Boy haben wir uns aufgeschrieben, episch, geil, ultra episch, mega geil und damit auch zur Atmosphäre. Ja, eine Story ist kaum vorhanden, das heißt eigentlich nur rette Bandage Girl. Dafür gibt es einige nette und lustige Zwischensequenzen, wie ihr hier sehen könnt. In Super Meat Boy gibt es einige Anspielungen auf Retro Games. Das beste Beispiel wären wohl die Warp Zone Levels. Wenn man da eins durchspielt, dann kommt am Ende zum Beispiel Your Princess is in another castle. Ja, wie bei Super Mario früher. Aber obwohl es sich bei so vielen alten Spielen bedient, hat die Darstellung ihren eigenen Stil. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass die Grafik nur zweckmäßig da ist. Dennoch, auf der anderen Seite gibt es hervorragende Sounds. Das ist wie bei der Musik toll gelungen. Oh ja. Wenn man das Plätschern des Super Meat Boys beim Laufen hört, das ist einfach herrlich. Oder auch die Retro-Sounds, gerade auch in den Warp Zone-Levels, da werden einfach Erinnerungen wach. Zum Schwierigkeitsgrad. Der wird natürlich mit dem Verlauf der Levels immer schwerer. Ja, der Schwierigkeitsgrad, der kann einen auch echt wirklich in den Wahnsinn treiben. Das Spiel erfordert große Disziplin. Willkommen zur Super Meat Boy Gesichtsanspannungsanalyse. Bei unserem ersten Beispiel sehen wir ein vermehrtes Lippenbeißen und Anspannen. Doch besonders das Zungenspiel scheint hier bei Stresssituationen zum Einsatz zu kommen.
Während wir hier ein Streichen über die Unterlippe sehen, gibt es auch noch die offensivere Variante, in der das Subjekt die Zunge rausstreckt. Wir nennen diese Art von Zocker den Zungenspieler. Bei unserer zweiten Testperson sehen wir die Angespanntheit daran, dass das Kinn erhoben und der Kopf nach hinten geneigt wird. Dieser Angespanntheit folgt jedes Mal ein Lachen, wenn der Meat Boy gestorben ist. Hier handelt es sich um einen Kinnheber. Häufigeres Lächeln finden wir ebenfalls bei diesem männlichen Wesen. Hinzu gesellt sich ein konzentrierter Blick und gelegentliches leichtes Kopfnicken. Hier nochmal schön in der Zeitlupe zu sehen. Erst wird der Mund geöffnet, dann setzt nach erfolgreichem Manöver eine positiv wirkende Nickreaktion ein. Diese Spielergattung nennen wir den Nicker mit CK. Ein wahres Prachtexemplar noch zum Schluss unserer Beobachtung. Hier versetzt sich der Spieler in den Super Meat Boy hinein und geht bewegungstechnisch mit der Figur mit. Gesichtsentgleisungen sind bei schwierigen Situationen häufig vorzufinden. Hier spricht man von dem epileptischen Zocker. Nachdem man dann so 100 bis 200 Mal bei einem Level gestorben ist, wird man wenigstens auf eine sehr kreative Art und Weise belohnt, wenn man es dann letzten Endes geschafft hat. Und zwar mit einer Art Rückblick, in der man nochmal alle seine Versuche in einem Durchlauf angucken kann. Da erscheinen dann quasi, also man sieht einfach das Level und da erscheinen dann haufenweise Meat Boys, so viele wie man halt hat sterben lassen. Und dann springen die quasi alle gleichzeitig los und man sieht, wo welche rausfallen, in die Lava fallen oder in die Kreissägen. Man sieht, wo man am meisten gestorben ist und sowas. Das ist ziemlich cool gemacht. Auch für Abwechslung ist dabei gesorgt, und zwar in Form von neuen Gegenständen wie Portale oder Raketenwerfer und so weiter. So hat jede Welt auch seinen eigenen Charme, Laufbänder. Das ist wirklich auch kreativ eingesetzt. Auch Bossgegner sorgen dabei für Abwechslung. Wobei ich hier sagen muss, dass ich die gut finde, gar keine Frage, aber jetzt nicht unbedingt herausragend. Dazu gibt es auch zu jeder Welt eine Dunkelwelt, die die Level, die einfach da vorhanden sind, nochmal ein bisschen schwieriger macht. Also wer da auch Bock drauf hat, kann auch das spielen. Ja, insgesamt ist es ein sehr schweres Spiel, aber positiv kann man da nur hinzufügen, dass man ja nicht alle Level durchspielen muss, um zum Boss zu gelangen. Das heißt, man kann die Story auch als Nicht-Profi irgendwie durchspielen, das geht schon. Aber auch wenn man jetzt richtig hardcore unterwegs ist, kann man sich da echt die Kante geben mit dem Game. Also die schon erwähnten Dunkelwelt-Level, die werden ziemlich schnell, ziemlich sehr schwer. Und dann gibt es noch Zeitlimits, die man einhalten muss, wenn man die beste Wertung haben will. Und ja, man kann auch sich einen Arm abhacken. Und mit einer Hand spielen, das geht natürlich auch, ja, also schon. Das kann man auch machen. Und man kann auch Pflaster einsammeln, die an besonders schwierigen Plätzen zu finden sind. Und mit diesen kann man dann neue Charaktere freispielen, wie etwa die Headcrab aus Half-Life, die zwar ein bisschen langsamer als der Meat Boy ist, dafür aber lange an Wänden haftet. Kommen wir zum Fazit. Da wir beide Philosophie studieren, machen wir es heute mal geteilt in Pessimist und Optimist. Ja, Tastatursteuerung, die ist echt miserabel. Und man muss echt frustresistent sein. Oder halt so ein Jump'n'Run-Fan. So für mich ist es nicht so eine so große Sache. Ich wusste ziemlich schnell, dass ich es nicht durchspiele. Ist mir einfach zu heftig. Ja, auf der positiven Seite ist viel mehr zu berichten. Und zwar die tolle, tolle Musik, dann die vielen Anspielungen auf alte Retro-Titel, dann natürlich die lustigen Zwischensequenzen, da kann man wirklich auch viel schmunzeln. Was gibt's noch positiv zu erwähnen? Die Steuerung ist wirklich technisch hervorragend gelungen, das ist natürlich extrem wichtig für einen Jump'n'Run. Jedes Level hat auch seinen eigenen Charme, also jede Welt meine ich. Und für Masochisten, ja, ist sehr viel Inhalt geboten. Es gibt sauschwierige Level. Oh ja. Wer da Spaß hat, der soll das machen. Und Alex,
Was würdest du dem Spiel jetzt als wieder normaler Mensch, ausgeglichener Mensch, denn für eine Wertung geben? Und vor allem, kann man das als Vegetarier auch spielen? Ja, ist das Vegetarier gut spielbar? Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass mir das Spiel nicht so, dass es nicht so meins war. Aber trotzdem habe ich ja ziemlich schnell gemerkt, dass man merkt auch, wenn es nicht seins ist, ist es einfach ein sehr guter Vertreter seines Genres so. Und deswegen gebe ich dem Spiel auf jeden Fall auch von 10 möglichen Punkten 8. Und bei mir sieht es ähnlich aus mit der Bewertung. Ich vergebe eine 8,5. Ich bin auf jeden Fall ein Jump'n'Run-Fan. Doch auch ich muss sagen, dass ich bei Super Meat Boy an meine Grenzen gekommen bin. Ich habe zum Beispiel die erste Welt komplett durchgespielt mit A+, auch in der Dunkelwelt. Da bin ich natürlich stolz auf mich. Aber mehr mache ich nicht, weil das ist richtig hart. Auch am Ende die Level oder die von den Fans kreierten. Das ist echt bockschwer, aber das Spiel ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Oh ja, auch zum Entwickler kann man sagen, der hat eigentlich alles richtig gemacht. Also knapp 15 € kostet das Spiel. Dafür kriegt man massig Spielspaß, je nachdem, wo man da seine Grenzen sieht, ne? Wie wir gerade gemerkt haben. Also preislich ist es top. Und es gibt auch noch einen Editor mit Fanlevels, wie schon erwähnt. Geil. Daumen hoch. Die auch bockschwer sind. Also ich glaube, Ja. nur Kranke spielen Ja, das. auf jeden Fall. Also. Wahrscheinlich optimistische Masochisten. Ja, genau. Ja, und damit hätten wir auch alles gesagt. Fehlt noch was? Nö. Ich glaube nicht. Damit machen wir Feierabend und wir sehen uns bis zur nächsten Woche. Macht's gut! Tschüss. Oh, du hast nur zwei Level. Zwei Leben. Oh, fuck. Oh, guck dir die ganzen Tode an.